Ja, das Ganze fing irgendwie Freitag an. Ich würde sagen, so gegen 19 Uhr. Da bin ich zu einer Freundin gefahren. Zurück. Da waren dann schon diverse andere Freunde. Ja, ich wollte dahin, weil ich wollte kaufen. Und es gab in rauen Mengen. Wir haben da bestimmt erstmal ein halbes Gramm pro Nase, also ja doch, im Endeffekt auch pro Nase weggezogen. Ja, da war ich halt, eigentlich wollte ich vorher dann ruhig machen, aber da war ich so, da konnte ich nicht mehr ruhig machen. Und dann ging es weiter, dann bin ich zu gegangen, da haben wir dann angefangen zu saufen und weitergeguckt. Ja, und dann sind wir ins Ballhaus gefahren, ins Ballhaus Osnabrück-Prenzlberg, da war seit langem mal wieder was. Und wir kamen da erst hin, man konnte die Luft in Scheiben schneiden, aber irgendwie war es doch geil. Ja, ich hatte irgendwo zu Hause noch ein paar Reste gefunden, so ein halbes rotes Ding, ich wusste nicht genau, was es war, aber es war ein roter. Ja, das habe ich dann eine halbe Stunde, wo ich das Ding gefressen habe, auch gemerkt. Ich habe noch mehr geschwitzt als die anderen Leute. Und bin dann wie so bescheuert herumgesprungen, habe dann auch ein paar Leute getroffen. Nicht viele, aber es war eigentlich ganz geil. Musik war der Hammer. Ja. Und irgendwann dann kam mir, der ist halt, arbeitet beim Arena. Dann haben wir gedacht, scheiß drauf, gehen wir doch einfach noch weiter in die Arena. Ich kann das dazwischen nicht immer weiter, weil man muss sich ja auch irgendwie über Wasser halten. Und dann waren wir so, gegen 8 Uhr am Arena, sind dann umsonst da rein. Wieder geile Musik, rumgesprungen, wie bescheuert, Arena-Club. Ist ja immer gut. Und als dann irgendwann das Ende war, sind wir kurz gegangen, weil es im Moment keine gibt. Naja, habe ich mir erstmal direkt verpasst. Ja, war schön für mich, für glaube ich nicht so, aber egal. Da muss man auch mal an sich selber denken, ab und zu. Und irgendwann haben wir dann festgestellt, Wetter ist schön draußen, wir können die ganze in der Bude sitzen. Da habe ich angerufen, der war auf dem Badeschiff und gesagt, scheiß drauf. Wir waren bei 50 Taxifahren hin, sind wir hingefahren, auch umsonst rein. Und waren wir da irgendwie 2 Stunden lang. Haben dann noch schön und dann, oh, da haben wir jemanden getroffen, einen guten Freund von uns, der hatte einen Nasenspray mit drin, aber ich bin froh, dass ich das nicht genommen habe, weil das beides verträgt hier nicht zusammen, aber der hat es genommen. Und ja, hat man gesehen, ja, Sonnenuntergang über die Spree, war herrlich. Und ja, dann bin ich wieder zum Mann gegangen, aber auch nur kurz, weil da habe ich meinen anderen Kollegen an, bei dem ich zwischenzeitlich das bestellt hatte, weil das, die 2 Gramm waren weg, naja. Und ja, dann habe ich halt nochmal eins geholt, haben wir da nochmal gesessen, eine Stunde lang etwa. Dann war ich mit einer Freundin verabredet, der ich was vermitteln sollte. Ja, die habe ich noch getroffen. Ja, hier an der Boxhagener. Dann bin ich mit ihr zusammen los. Dann haben wir das erledigt, geregelt. Ja, dann haben wir hier eigentlich nur ein bisschen gesessen, wieder weitergezogen. Und sind dann abends weitergegangen zum Club der Visionäre. Da hat ein Freund von. Nein, Scheiße! Ja? Hallo? Ja, dann wollten wir zum Club der Visionäre gehen. Hat ein Freund von uns Geburtstag gefeiert, also nochmal eine kräftige genommen, ob wir hochgekommen sind. Und dann dahin, 350 Taxi. Und als wir da waren, es war voll, die Leute waren eklig, eine Mischung aus Studenten und Weekend-Club-Gängern. Aber wir hatten unseren Spaß, haben Bock getrunken, der scheiß Barkeeper wollte uns bescheißen, aber das haben wir uns nicht gefallen lassen. Und sind etwa 2 Stunden da gewesen, sind dann wieder zum Badeschiff gegangen, wieder umsonst rein. Und ja, da war es echt familiär, nicht besonders voll, aber es war geil im Sand tanzen. Ich hatte zwar nicht viele, aber 2 Stück habe ich auch noch bekommen. Und dann sind wir da gewesen, die ganze Nacht durch. Den Sonnenaufgang haben wir dort erlebt, das war sehr, sehr schön. Und ich sag mal so, morgens gegen 9 sind wir dann etwa wieder zum gegangen. Den musste noch wählen, Medienspiel versenken. Hat er auch gemacht sogar. Und dann sind wir wieder zum haben da 2 Freundinnen getroffen. Allerdings ist das Problem gewesen, die waren völlig fertig, wollten nur Kick ziehen. Und wollte auch Kick ziehen, der hat immer ziehen. Aber ich hatte keinen Bock drauf, ich wollte noch in die Bar. Und ja, ich wollte lange schon mal wieder dahin. Und diesmal hatte ich keinen Bock da wieder nicht hinzugehen. Ja, dann haben wir uns auf positive Art und Weise zum Geschwür der Leute gemacht. Und irgendwann gegen 3:30 haben wir dann gemerkt, nee, es geht nichts mehr. Kein Geld mehr, kein Kick mehr. Die Theken-Connection war weg. Was wollen wir machen? Da sind wir nach Hause gegangen. Ja, das war's. Hallo.